Freunde, mein Airbnb-Gast ist heute Morgen abgereist. Ich habe eigentlich nichts davon mitbekommen, weil ich sie gestern mehr oder weniger hier rausgeschmissen habe von meinem Land. Und ja, das ist ein Uncut-Video, wie ihr es kennt, jeden Mittwoch. Einfach die nackte Wahrheit, ohne irgendwas zu schneiden. All meine Versprecher werdet ihr sehen. Und ja, es geht um Airbnb. Ich hatte meinen allerersten richtigen Gast, würde ich sagen. 11 Tage lang hat sie hier geschlafen. Und alles ganz, ganz frisch. Also ich bin froh, wie sauber sie alles hinterlassen hat. Muss ich sagen. Sie hat hier übernachtet und hat es genauso hinterlassen. Hier ist noch ein Raum. Und ja, ihr kennt von meiner Room-Tour, wie ich das hier alles beschrieben habe. Und ich will euch jetzt einfach meine Erfahrungen hier sagen, wie ich das alles fand. Und auch vor allem, warum ich sie gebeten habe, hier wegzugehen. Also fangen wir erstmal grundsätzlich an mit dem ganzen Geschehen. Ihr wisst von dem Room-Tour-Video, ich guck mal, vielleicht verlinke ich euch das jetzt hier. Macht eventuell auch Sinn, das erstmal anzuschauen. Aber ich hatte damals schon Zweifel wegen der Toilette. Wir gehen jetzt zur Komposttoilette. Dass es die eine oder andere Person eklig findet und nicht benutzen will. Und tatsächlich war es genauso. Also als sie angekommen ist, habe ich im Prinzip genau das gemacht, was ich in dem Roomtour-Video gemacht habe. Und ja, bei der Toilette angekommen, habe ich sie gefragt, ob sie schon jemals so eine Komposttoilette benutzt hat. Und sie hat gesagt, nein. Und hat auch ein bisschen komisch geguckt. Und da wusste ich schon, ja, sie findet es nicht so gut, was ich verstehen kann. Und tatsächlich, sie ist kein einziges Mal in diesen 11 Tagen hier aufs Klo gegangen. Wir haben hier in der Nähe eine Bäckerei, beziehungsweise schon so 25 bis 30 Minuten Fußweg. Und ich glaube, dort ist sie dann immer hingegangen. Und dort ist auch der Duschbereich. Was ich jetzt auf jeden Fall gemerkt habe, ist die Menge an Wasser, die ich da brauche. Also allein fürs Duschen, sage ich mal, ich kann mit 10 Liter leben, aber andere Leute, die wollen sich mehr und gründlicher waschen. Sie hat ja auch Seife benutzt mit Chemikalien. Hier ist sie noch. Ja, da bin ich einen Kompromiss eingegangen. Ich habe gesagt, hier, wo nicht mein Garten ist, kann sie das machen. Ausnahmsweise. Aber wirklich froh darüber war ich nicht. Aber ich denke mal, solche Bäume halten Chemie aus. Genau, dann hat sie hier den Bereich bekommen. Ich habe ihr das alles übergeben. Das Gute ist, das war eine Backpackerin, die nach Portugal mit Zelt gekommen ist. Und ich fand es so, so geil, weil sie wollte ganz Portugal bereisen. Und dann war sie in den Algarven im Süden von Portugal, beziehungsweise bei Sintra, so ein bisschen nördlich von Lissabon. Und hat mir geschrieben, weil mein Inserat, müsst ihr wissen, beginnt so sowas wie: Du hast keine Lust, mit 100 anderen zu kämpfen. Du willst alleine die Natur genießen. Dann komm hierher. Und natürlich mit Bildern. Und dann hat sie mir geschrieben, oh Robin, ich will unbedingt sofort kommen. Ich werde hier mein Camping canceln und wenn es geht, morgen direkt kommen. Und dann ist sie tatsächlich einen Tag später 6 Stunden hierher gereist, um hier mein Inserat zu genießen. Und ja, auf jeden Fall hat sie es extrem genossen, vor allem die ersten Wochen. Da hatten wir noch recht angenehmes Wetter. Das heißt, wir hatten sogar einen richtig bewölkt. Ah, es hat sogar geregnet in der ersten Nacht. Und da habe ich dann auch die Ausnahme gemacht. Wie gesagt, das ist ein Uncut-Video, ich sage euch hier alles. Wir haben dann hier ein kleines Lagerfeuer gemacht, ein bisschen Wein getrunken. Und ja, ich habe ihr das alles so gezeigt. Und dann, by the way, vorgestern hat es hier gebrannt. Ohne meine Erlaubnis, ohne irgendwas. Und auch nicht von ihr beabsichtigt. Also ja, wir hatten vorgestern 41 Grad, Waldbrandstufe 5. Das heißt, absolutes Feuerverbot. Und sie ist Raucherin, hat eine Zigarette wohin geschnipst und dann hat angefangen zu brennen. Und dann sieht man hier noch so kleine Überleibsel. Also das sind halt so persönliche Sachen. Ich denke, damit kann ich auf jeden Fall leben. Aber mein ganzes Land ist voll mit diesen Dingern. Also kein Spaß. Sie hat, glaube ich, pro Tag fast eine ganze Packung Klopapier für irgendwas benutzt. Ich weiß es nicht genau was, aber ja, jedem das Seine. Und ja, da hatten wir eine richtig geile Woche, was mir direkt aufgefallen ist, wie bedürftig sie war. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich viel für sie machen musste, sondern sie wollte, dass ich meistens dabei bin. Und für mich war das die erste Woche extrem stressig. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr wisst, ich habe meine YouTube-Programme. Ihr habt immer noch 2 Videos pro Woche gesehen. Ich baue mein Shelter. Wir haben 41 Grad.
Und ja, wie gesagt, mein erster Gast, da dachte ich, ich verbringe die Zeit auch mit ihr. Und da hatten wir schon nach 3 Tagen die erste Situation, wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und zwar hatten wir jetzt die ganze Zeit Wildschweine hier. Und so an dem 3. Tag war eine ganze Herde hier in den Büschen. Und dann waren wir hier abends, also gegen Sonnenuntergang. Mein Hund ist verrückt, ausgerastet, hat sie gejagt. Und wir wollten dann wieder zu meinem Hund ihn rufen. Und dann standen wir wirklich 4-5 Meter neben, ich schätze mal 3 Wildschweinen sowas. Und dann hat sie so eine Art Panikattacke bekommen. Sie hat richtig Angst bekommen, hat sich dann in die Hängematte gelegt und hat mich dann gebeten, hier zu bleiben, weil sie so Angst hatte vor Wildschweinen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir hier eine Hängematte aufgehangen, habe dann dort übernachtet. Und das heißt, dann in der Zeit habe ich auch meine ganzen Projekte nicht durchführen können. Und sie hat auch ganz viel Hilfe wegen Strom gebraucht. Ich habe jetzt ein neues Photovoltaiksystem, aber als sie kam, hatte ich nur ein 100-Watt-Panel. Und das funktioniert nachts nicht so gut, weil wir es tagsüber halt aufbrauchen. Und das war erstmal so ein kleiner Kritikpunkt von ihr wegen Strom. Und dann habe ich auch direkt nach 3 Tagen dieses Panel organisiert. Und dann war das Stromthema erstmal erledigt. Und ja, dann haben wir noch das geile Wetter genossen. Ich zeige euch mal, was ich ja hier noch anbiete. Ich bin ja jetzt nicht nur Airbnb-Host, sondern auch Tourguide. Das heißt, ich habe mir das hier ausgedruckt. Ich habe euch in den Community-Tab mitgenommen, habe euch das gezeigt, was ihr davon haltet. Und ja, ehrliche Worte, ich habe den Vorschlag bekommen, das teurer zu machen. Was ich auch verstanden habe. Weil ich habe mir gedacht, das sind teilweise Ganztagestouren, wenn ich dafür nur 20 Euro bekomme. Was ich ursprünglich gedacht habe, ist es viel. Und ich habe mit ihr gesprochen und ich habe jetzt 50 Euro draufgeschrieben. Und 50 Euro ist für eine einzige Person meiner Meinung nach viel zu viel. Also ja, da werde ich jetzt zukünftig dann wahrscheinlich doch wieder 20 Euro machen. Aber was ich gemacht habe, ich habe ihr gesagt, weil sie mein erster Gast auch ist, sie bekommt alles kostenlos. Und dann haben wir auch 2 Touren gemacht. Wir sind einmal runter in die Communities gegangen. Ihr wisst, hier leben ca. 80 Leute, fast komplett autark. Wir haben Pferde, wir haben Esel, richtig schöne Häuser. Das fanden sie auch wunderschön. Und eine 2. Tour, da haben wir eine 7 Stunden Wanderung gemacht. Einmal drumherum, also wirklich, wirklich eine große Wanderung. Und daraufhin hat sie mich auf eine Pizza eingeladen, in einer Pizzeria. Und das hat mir dann gelangt. Und ja, und auch dadurch, dass ich das alles kostenlos angeboten habe. Ah ja, noch dazu, ich habe kostenlos Essen gegeben. Ihr wisst, ich gehe Dumpster-Diven und ich habe ihr das erzählt und habe ihr die Lebensmittel gezeigt. Und sie hatte absolut kein Problem damit. Sie fand es sogar richtig, richtig geil. Und das heißt, sie hatte dann hier kostenlos Essen. Wir sind auch einmal in den Garten gegangen, haben eine richtig schöne Kartoffelernte gemacht, haben Bohnen geerntet. Sie hat es dann gekocht, also es war wirklich schön. Und das war dann auch ein Grund für sie, mir richtig gutes Trinkgeld zu geben. Also ich sage jetzt nicht wie viel, aber es war auf jeden Fall mehr, wie wenn sie das gebucht hätte. Weil in Airbnb habe ich nur 8 Euro verlangt. Ich habe auch geschrieben, dass es alles off-grid ist und ja, nicht so toll, beziehungsweise sehr naturnah. Und auch mit dem Thema Internet. Ich habe so einen Internet-Router, da habe ich Unlimited Internet, habe ich sie mitnutzen lassen. Und dann hat auch so ein bisschen die Streiterei angefangen, muss ich sagen. Oder nicht Streiterei, aber sie wurde öfters ein bisschen, ja, grob zu mir, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich erinnere mich, am Mittwoch, sie ist an dem Montag gekommen, am Mittwoch habe ich einen Online-Job, den muss ich am Mittwoch machen mit 4 Personen zusammen. Da habe ich keine Wahl. Das sind 3-4 Stunden, wo ich online am Computer Beiträge schreibe und so weiter. Und da habe ich zu ihr gemeint, ja, ich gehe jetzt hier ins Dorf und arbeite. Und dann wurde sie ganz hysterisch, hat gemeint, oh, sie braucht das Internet, sie braucht das Internet. Und das, obwohl sie kostenloses Internet schon auf dem Handy hat, aber halt kein schnelles. Und ja, dann habe ich mit ihr, dann gab es direkt so eine kleine Diskussion und ich wollte aber alles schlichten und Ruhe reinbringen. Habe ich gemeint, ja gut, ich kann 1/2, 3/4 Stunde warten. Dann kannst du alles erledigen, was du willst, aber ich brauche das Internet. Und so hat es dann angefangen, dass sie sich so ein bisschen an die kostenlosen Sachen gewöhnt hat. Auch das Thema Wasser, weil ich muss das ja alles per Hand herschleppen. Und ich weiß noch, am allerersten Tag hat sie 10 Liter nur für einmal Spülen benutzt. Was auch okay ist, das sind, denke ich, jetzt Erfahrungen, die ich sammle, dass ich zukünftig viel, viel, viel mehr Wasser brauche.
Weil ich sag mal, ich kann mit so Essensresten leben, aber das will ich von niemandem verlangen. Und wie gesagt, dann hatten wir eine schöne Zeit. Sie hat bis letzten Dienstag gebucht gehabt. Und dort habe ich dann neue Gäste erwartet gehabt. Das heißt, ich habe in Airbnb geblockt, niemand konnte buchen und ich habe hier Gäste erwartet. Und da sie ihr eigenes Zelt dabei hatte, habe ich zu ihr gesagt, gut, dann bleib kostenlos, du kannst hier bleiben und brauchst nichts zahlen. Und ja, das war dann auch der Moment, wo sie dann auf einmal gar nichts mehr gemacht hat, muss ich sagen. Also die letzten 3 Tage, ich sag's wie es ist, sie hat den ganzen Tag nur gekifft und Wein getrunken. Hier in diesem Bereich. Sie ist ungefähr immer von da nach da gependelt und dann ist sie gestürzt. Genau hier. Sie wollte hier ein Foto machen und ist dann hier rübergefallen. Ah, da sieht man sogar noch ihren Handabdruck, den Bereich. Und ja, dann habe ich mich natürlich erstmal voll um sie gekümmert. Ich habe ihr Krücken gebracht, verbannt. Es gibt hier so eine Pilzart, die antibakteriell wirkt. Und ja, und dann habe ich hier auch diese Wege gemacht. Das heißt, die ganze Zeit, wo sie auch hier war, habe ich immer geguckt, dass ich alles möglichst verbessere. Die Hängematten zum Beispiel in den Wald gemacht, dass wir bei 41 Grad im Wald übernachtet haben. Aber ja, nichtsdestotrotz war das Thema mit dem Internet dann die ganze Zeit so ein... Ja, ich musste das Internet mehr oder weniger immer hier lassen, auch wenn ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin. Sie hat mich zwar ganz am Anfang in der ersten Woche immer erstmal so höflich gefragt, aber jetzt gegen Ende wurde es dann eher, dass sie pumpig wurde, wenn ich ihr nicht gesagt habe, dass ich irgendwo hingehe. Und dann wollte ich ihr helfen, ein eigenes Internet zu holen und so weiter und ja, großes Thema. Und dann kam der Tag vorgestern. Wie gesagt, sie saß die ganze Zeit nur da, hat Wein getrunken und Zigaretten geraucht oder Joints oder was auch immer. Und hat sie dann reingeschnipst. Ich habe ihr eine Erläuterung gegeben, wo der Feuerlöscher ist. Ich habe hier einen Feuerlöscher. Ich habe ihr gesagt, selbst Glas kann hier bei 41 Grad einen riesen Waldbrand auslösen. Und ihre Reaktion war da, oh ja, ich bin nicht blöd. So auf die Weise, weil ich, wenn bei so Feuergefahr muss man halt wirklich alles erklären, dass man keine Zigaretten in die Natur schnipst und so weiter. Und natürlich ist es für die meisten logisch, aber scheinbar war es für sie erstmal logisch, aber es ist trotzdem passiert. Und das war dann der Moment, wo ich dann auch ein bisschen sauer wurde. Und ab dann war ich auch ein bisschen pingelig, wenn ich gesehen habe, dass sie raucht und keinen Aschenbecher dabei hat, habe ich ihr einen Aschenbecher gebracht. Und dann hat es einfach nicht mehr harmoniert. Dann war jetzt gestern, war sie hier, wir haben kein Wort miteinander geredet. Und sie wollte trotzdem noch, dass ich sie mit Wasser versorge und so weiter. Genau, das war dann gestern der Punkt, wo ich sie dann auch gebeten habe zu gehen, weil sie so viele Ansprüche hatte. Ich habe gemeint, sie kann hier bleiben, wenn sie in ihrem eigenen Zelt schläft, wenn sie auf sich selber sich einstellt und sich selbst versorgt. Aber dann hat sie, meine ich, aus Trotz gestern 25 Liter Wasser einfach direkt so benutzt für 2 Klamottenstücke und Geschirrspülen. Und ja, das... Ja, vieles Zwischenmenschliche, was ich hier jetzt nicht so gut erklären kann. Dann habe ich ihr gesagt, sie kann bleiben, aber ich werde jetzt nicht mehr ihr kostenlos Internet zur Verfügung stellen, kostenlos Wasser und kostenlos Essen. Also genau, und so werde ich das auch zukünftig machen, weil deswegen will ich auch dieses Wochenende, für euch letztes Wochenende, ein Live-Video machen über Besucher, die herkommen. Weil kostenlos kann hier auf jeden Fall jeder herkommen. Ich will hier keine Grenzen setzen oder sonst was, aber ihr müsst in der Lage sein, euch selbst zu versorgen. Ihr könnt nicht hierher kommen und von mir erwarten, dass ich euch 3-mal wöchentlich, das ist wirklich anstrengend, das Wasser herzubringen, Wasser zu bringen. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das zukünftig mit Airbnb mache, weil das ist viel Arbeit, so viel Wasser zu bringen. Ich brauche ja selber Wasser, dann eine andere Person und wir waren jetzt nur 2 Personen. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind 4 oder 5. Das heißt, ich muss mir da viele Gedanken machen, wie viele Besucher ich überhaupt hier haben kann, die ich mit Wasser versorgen kann. Jeder, der selber mit Auto herkommt, selber Wasser holen kann, sehr, sehr geil, dann habe ich vielleicht sogar noch Hilfe. Und ja, zu dem ganzen Airbnb-Geschehen habe ich jetzt eine Playlist erstellt, beziehungsweise das war gelogen, ich werde jetzt eine Playlist erstellen, aber wenn das Video online kommt, ist sie schon da. Dort gehe ich dann nochmal richtig detailliert drauf und wahrscheinlich ist es dann auch der letzte Teil, der nächstes Wochenende kommt, über Airbnb. Ich habe von Anfang an alles mitgefilmt, wie ich die Sachen auch kaufe, was sie kosten und so weiter. Und das seht ihr dann in einem anderen Video.
Aber ein spannendes Kapitel auf jeden Fall. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht mit ihr. Die ersten 9 Tage mit den Wanderungen, alles. Das war wirklich, wirklich schön. Und auch zu sehen, wie sehr sie die Natur hier geliebt hat. Ihr müsst euch vorstellen, sie wollte ganz Portugal bereisen und fand es hier so schön, dass sie hier bleiben wollte. Und ich lebe einfach diesen Lebensstil. Und das macht mich so glücklich. Und dann haben wir auch einen Kaktus zusammengepflanzt. Hier habe ich schon mal einen mit meinem Bushcrafting-Gast zusammengepflanzt. Und der scheint es nicht zu überleben. Ich wässer den jeden Tag, aber ja, muss mal gucken. Genau, jetzt mein längstes Uncut-Video. Muss ich mal gucken, das sind bestimmt jetzt 4 GB, die ich uploaden darf. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Sagt mir gerne, was ihr zu diesen Uncut-Videos sagt. Sagt mir gerne, was ihr zu Airbnb und Gästen sagt. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch zu einem nächsten Uncut-Video oder dieses Wochenende zu einem schön geschnittenen Vlog.